Iris Klein, nach Fremdgeh-Drama hat das gerade noch gefehlt. Das neue Jahr beginnt für Iris Klein, 55, alles andere als rosig. Ihr Ehemann Peter soll sie während seines Aufenthalts in Australien mit Yvonne Wölke, 41, Jamila Robes, 55, Dschungelcamp-Begleitung, betrogen haben. Schwere Vorwürfe, die Iris seitdem auf Instagram ausschlachtet. Kürzlich hat sie sogar ein Beweisbild gepostet und angekündigt, ihre Sachen zu packen und auszuziehen. Neben dem Fremdgeh-Drama muss sich die Mutter von Daniela Katzenberger, 36, und Jenny Frankhauser, 30, nun auch noch mit gesundheitlichen Problemen auseinandersetzen. Und dann bricht mir auch noch ein Backenzahn ab. Hat mir gerade noch gefehlt, schreibt die 55-Jährige zu seinem Selfie, auf dem sie niedergeschlagen in die Kamera blickt. Unterstützung bekommt sie in diesen schweren Zeiten jedoch von ihren Töchtern und Enkelkindern, die auch in den letzten Tagen nicht von Iris Seite gewichen sind. Sie haben News verpasst. Jetzt hier die Prominus der vergangenen Woche nachlesen. Verwendete Quellen, Instagram.com. Că poate fac doar lucruri care îmi plac. Poate nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni. Sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel. Copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel de oameni de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți. Dar văd și alții care luptă încercând să mute munți. Oameni care au ceva de spus, oameni care vor să ajungă tot mai sus.